Salvete, meine edlen Patrizium Plebeier. Wir neigen uns dem Ende einer großartigen, außergewöhnlichen Kampagne zu und wollen hier nochmal... Ich werde sofort mit... Komm zum Punkt und auf ein Wort. Nun, wenn ein letztes so Mal sagt. Sowohl diplomatisch als auch kriegerisch möglichst alles richtig machen. Wir werden unser Bestes geben, dass eben die Statthalterschaften ab sofort eingehalten werden. Interessant. Ein Statthalter trifft ein und es führt zu großer Gegenwehr. Vermutlich, weil es kein Grieche ist. Damit werdet ihr euch abfinden müssen. Die Zeit der Griechen ist schlichtweg vorbei. Die Zeit der Römer hat begonnen. Ja? Beschaffe Waren, edler Meister. Ich werde... Kommt zum Punkt, unsere... Auf ein Wort. Nun, wenn ihr das so sagt... Kann ich etwas tun? Ohne Zögern. So. General! Artaxias. Bewegung! Ihr übernehmt die Kontrolle über Tanais. Ich werde gleich zu euch kommen. Davor möchte ich genau wissen, warum es dort so weiter bergab geht. Erwarte Befehle. Ich suche sofort das Gespräch. Kann ich etwas tun? Sofort. Hier scheint die Situation halbwegs unter Kontrolle. Aber Tanais... Tanais wehrt sich. Vielleicht können wir mit einer Akademie entgegenwirken. Ihr müsst euch schnell einlesen, Artaxias. Ihr habt eine große Verantwortung. Herr, kommt zum Punkt. Unsere auf ein Wort. Nun, 24 wenn ihr das so Denaren. Sagt. 24 Denaren. Mit so wenig Geldern bezahle ich nicht mal meine Dienerschaft. Noch verbessert sich die Situation im Alani-Lager nicht. Laut und deutlich. Gut. Jetzt wird die ganze Sache ein bisschen komplizierter. Deswegen würde ich hier drüben anfangen. Weil wir... Lasst uns in Nordafrika beginnen. Lasst uns einen großen Sprung machen. Euer Ehren. Lasst uns einen großen Sprung machen. Ah, ihr habt eine neue Schmiede bekommen, nicht wahr? Okay. Ich hatte einen Verdacht und habe kein Problem damit, dass dieser nicht aufgegangen ist. Unbedingt weiter ausbilden. Karthago muss gesichert sein. Ja, und aufgrund der alten Feindschaft, wisst ihr, da müssen wir dahinter sein. Kyrene gefällt mir gut. Die Stadt hat sich schnell unserem Willen unterworfen. So habe ich mir das vorgestellt. Ich werde sofort. Kommt zum Punkt. Unsere auf ein Wort. Nun, wenn ihr das so sagt. Sofort. Diese Männer riskieren für 12 Denaren ihr Leben. Ja. Laut und deutlich. Ist euch denn euer eigenes Leben überhaupt nichts wert? Vorwärts! Für 12 Denaren.
General! Weiter! Die Straßen hier sind unglaublich schlecht ausgebaut. Was für ein sehr, sehr langsames Vorankommen, was zu einem sehr, sehr langsamen Vorankommen unserer Einheiten führt. Was haben wir hier? Imperator? Ist ein Diplomat in der Nähe? Nein. General, bereitet euch auf die Schlacht vor. Victoria. Sieg! Greift den Feind an! Hauptmann gesetzt, ist judäische Zeloten und Bogenschützen. Wieder ein unnötiger Aufstand, den wir mit Gewalt niedertrampeln müssen, weil man uns keine Wahl dafür lässt. Jupiter im Himmel. Oder auf dem Olymp. Befreie mich von der Idiotie dieser Aufständischen. Das kann doch alles nicht euer Ernst sein. Einheiten! Schneller! Einheiten! Gruppieren! Einheiten ohne Befehl feuern! Einheiten marschieren! In aller Ruhe, Männer. In aller Ruhe. Achtet auf die Bogenschützen. Ach, sie haben ihre eigenen Männer abgeschossen. Hättet ihr euer Leben mal nicht zu mir, nicht sie nicht weggeworfen, was? Ja, werft die ersten. Sehr gut. Sehr gut. Hierüber. Lasst die Zeloten fliehen. Lasst sie fliehen. Hab ich nicht gesagt, ihr sollt sie fliehen lassen? Geht in den Nahkampf. Erste Kohorte. Bewegung. Dies ist ein fast 200 Stunden. Jahrzehntelang schlage ich mich mit den größten Feldherren unterschiedlicher Kulturen, um die Spitze unserer Zeit zu erreichen und dann von solchen Idioten aufgehalten zu werden. Da fehlen einem die Worte. Da fehlen einem schlichtweg die Worte. Und war es das jetzt wert? Ihr habt euer Leben davongeschmissen. Sehr gut. Wirklich. Ihr seid ein Vorbild
für jeden Aufstand auf diesem wunderbaren Planeten. Fangen wir erstmal mit einer, oder machen wir mit einer Wasserversorgung weiter. So langsam bilden wir auch eine vernünftige Garnison aus. Das war mir sehr, sehr wichtig. Hier haben wir begonnen. Sehr gut. Ja, ich kenne diese Wüste nicht so gut, deswegen schicke ich euch da einfach mal rein. Sidon scheint genug von der Zufriedenheit zu haben. Aber da werden wir sicher ein paar Antworten finden. Kann ich etwas tun? Sofort. Ja? Unmöglich. Ja? Kann ich etwas tun? Sofort. Ja, mein Herr. Bitte. Sofort. Ist den Leuten überhaupt Euer Gnaden? Bewusst, wie Sofort. Wenig mir der Satz, das ist unmöglich, bedeutet? Herr! Weiter! Wie kann ich dienen? Ich bezweifle. Sehen, was ich tun kann. Laut und deutlich. Laut und deutlich. Ich habe dieses Reich nicht erbaut, weil ich mich von solchen Sätzen habe unterbuttern lassen. Wer soll heute sterben? Ich habe das größte Reich. Ja. Dass es gibt, erschaffen. Kommt zum Punkt. Unsere Geduld hat ihre auf ein Wort. Weil die Grenzen, die sich andere gesetzt haben, für mich nicht gelten. Stoßt vor! Befehle! Erwarte Befehle. Beschaffe Waren. Ihr seid doch sehr erfahren, Numerius. Und hier ist sein nerviger... Ja, hier. Ich suche sofort das Gespräch. Laut und deutlich. Erhabener. Herr. Ohne Zögern. Das ist ja ein komplizierter Mischmasch, der sich hier befindet. Direkt mit der Wasserversorgung weitermachen. Es gibt zwei Dinge, die diese Gebiete dringend brauchen. Das eine ist eine vernünftige Wasserversorgung. Ah, sie haben die Pest überstanden, sehr schön. Das andere sind Straßen. Aber momentan ist es mir wichtiger, sag ich ganz ehrlich, mein Versprechen einzuhalten. Herr, kommt zum Punkt. Auf ein Wort. Nun, wenn ihr das so sagt. Und mein Versprechen war in erster Linie ganz eindeutig eine bessere Wasserversorgung. Das richtig zu machen, was die vorherigen Anführer falsch gemacht haben. Und daher werde ich darauf auch den Fokus legen. Und auf Straßen. Adrian.
Und schneller als wir es uns vorstellen können, werden einige Probleme beseitigt worden sein. Wenn, ja, die Leute müssen es sehen. Sie müssen es sehen. Und natürlich, die militärische Präsenz wird weiter erhöht. Selbstverständlich, aber das verstehen sie auch. Sie wissen ja auch, dass diese Soldaten nicht zur Unterdrückung in diesen Städten sind, sondern um Schutz zu gewährleisten. Aber wir sind durch. Ja, wir sind vollkommen durch. Aber momentan ist ja unser Tempo überirdisch. Unsere Erfolge sowieso schon immer, aber das Tempo, das wir jetzt an den Tag legen. Noch 35.000 Denaren, das schreit nach Ausbau. Ein paar letzte Gebäude, denen wir uns widmen. Immer Wasser. Ihr benötigt eigentlich auch Wasser. Eigentlich. Aber wo will man bauen, wenn überall gebaut wird? Die große Frage, die ich mir jedes Mal stelle, werden wir Porolissum eines Tages unter Kontrolle bekommen? Wird diese Stadt eines Tages so etwas wie Dankbarkeit verspüren? Ich bezweifle es. Ja. Eine logische Reaktion. Ein Gegenangriff. Ja doch, ich möchte sehen. Ich möchte diesen Gegenangriff sehen. Ich möchte ihre Einheiten reduzieren. Da es Söldner sind und leider Gottes die Moral von Söldnern, wie wir alle wissen, nicht besonders gut ist, werden wir den Kampf vermutlich verlieren, aber ich möchte ihre Einheiten reduzieren. Auf meinen Befehl warten! Ja. Interessant. Ah, das ist ja wirklich interessant. Belagerungsturm! Zu den Mauern! Auf zu den Mauern! Einheiten! Söldner. Nach vorn! Einheiten! Greift an. Sehr schön, unsere Türme wehren sich. Jetzt könnt ihr beweisen, was ihr wert seid. Ein Turm ist gefallen. Ihre Elefanten befinden sich noch in der Stadt. Haltet eure Einheiten zusammen. Zurück in Position!
Bewegt den Turm, bewegt den Turm, während unsere Einheiten den feindlichen General ablenken. Ohne Befehl feuern! Zu den Mauern! Los jetzt! Die persische Kavallerie kämpft mit den Beduinen. Und jetzt greift ihr sie von der anderen Seite auch noch an. Ihr könnt sie nicht alle besiegen. So mutig euer Vorgehen war. Wo sind die Elefanten? Ihr müsst auf die Mauer kommen. Der Seitenherb ist gefallen. Lobet die Götter. Die Belagerungstürme sind an den Mauern. Der wahre Kampf kann beginnen. Bereit! Sie greifen uns an! Beduinen Bogenschützen! Attackiert die Elefanten! Zerstört sie! Mächtiger General! Rand! Einheiten! Beduinen Bogenschützen! Bewegung aufs Schnellste! Mächtiger, kommt zurück, ihr Feiglinge! Einheiten, wir werden angegriffen! Bewegung! Greift sie an! Obwohl die Elefanten völlig erschöpft sind, kämpfen sie tapfer. Schnell! Sie greifen uns an! Rand! Söldner! Bisher ist noch keiner ihrer Elefanten gefallen. Bewegung, Bewegung! Ihr habt einen klaren Befehl. Einheiten! Bewegung! In die Stadt! Die Elefanten haben sich selbst ausgesperrt. Hier ist die persische Kavallerie. Wir werden angegriffen. Schnell! Einheiten! Einheiten! Und unsere übrig gebliebenen Einheiten formieren sich. Unter normalen Umständen sind ihre Elefanten ausgesperrt und können... Doch sie können die Stadt natürlich noch durch andere Tore betreten. Bewegung! Einheiten!
versucht die feindlichen Einheiten zu überwinden und den Marktplatz einzunehmen. Die Elefanten sind jetzt erstmal damit beschäftigt, wieder in die Stadt zu kommen. Elf Einheiten gegen elf Einheiten. Und das sind Fernkämpfer. Jetzt haben sie die Stadt verloren. Die Elefanten werden es nicht retten. Die Elefanten sind weiterhin auf der Jagd, haben keine einzige Einheit verloren. Und dennoch. Dennoch verlieren sie den Marktplatz an uns und damit die Stadt. Nein, beendet die Schlacht. Der Sieg ist unser, wenn auch nur sehr knapp. 94 Verluste haben wir ihnen zugefügt, 604 sie uns. Und dennoch ist die Stadt in unsere Hände gefallen. Der Seitenerbe ist gefallen. Strategisch meisterhaft. Ein ruhmreicher Sieg. Ihr habt euch bewährt. Die hängenden Gärten von Babylon. Die hängenden Gärten bringen einen Bonus von 20% auf Farmerträge in allen Siedlungen. Die Griechen schrieben die Gärten Nebukadnezar des II. 605 v. Chr. bis 562 v. Chr. Zu, der sie bauen ließ, um seiner Frau oder Konkubine aus Medea zu gefallen, die eine Leidenschaft für Berglandschaften hatte. Wie es auch immer wirklich gewesen sein mag, als Alexanders Soldaten aus Mesopotamien zurückkehrten, erzählten sie Geschichten von diesem wunderbaren alten Land um seine Gärten, die sie je gesehen hatten. Die intelligenten Bewässerungssysteme und vielen Pflanzen- und Baumterrassen mitten in einer Wüstenlandschaft wurden als ein wundervoller Luxus und die Arbeit eines Genies angesehen. Babylonische Aufzeichnungen verweisen jedoch seltsamerweise nicht auf die hängenden Gärten. Vernichtet sie. Ein Aufstand in Tanais, der sich ganz offensichtlich schon wieder beruhigt hat. Zwei, vier, sechs, acht, macht noch die Leute. Mal wieder viel Aufriss um nichts, was? Der Tod geht um in, oh, in unserer neu eroberten Stadt. Naja. Kein Wunder. Kein Wunder bei dieser grauenhaften Wasserversorgung. Aber die Stadt gehört uns. Widerstand ist zwecklos in Seleukia. Ein Wunder eingenommen. Zivile Revolte in Susa. Ja. Das war zu erwarten. Ja. Schickt einen unserer Agenten. 114.000 Denaren sind in unserem Besitz. Möglicherweise können wir sie erneut von uns überzeugen. Kommt zum Punkt. Unsere auf ein Wort? Nun, das nehme ich. Wenn ihr das so sagt. Das Angebot nehme ich an. Damit gehört Susa wieder uns. Er ist nur Statthalter. Schickt ihn. Möglicherweise können wir auch Arsakia diplomatisch einnehmen. Auf ein Wort? 58.000 sollt ihr bekommen. Wenn ihr das so sagt. Das sollt ihr bekommen. Ohne Zögern, euer Ehren. Und damit gehört auch diese Stadt uns. Es fehlen uns noch zwei Städte. Noch zwei Städte und die werden belagert. Sire? Befehle? Marschieren!
Hier ist der Seitenerbe und ein General. Diese Kampagne endet. Diese Kampagne wird enden. Und zwar in dieser Aufnahme. Wir werden vermutlich eine etwas längere Aufnahme machen zum Abschluss. Aber wir werden diese Kampagne finalisieren. Das ging dann doch schneller als erwartet. Unsere finanziellen Mittel haben dafür gesorgt, die Parzer endgültig zu unterwerfen. Und meine Ära auf diesem Kanal wird enden. Auf meine Befehle. Kavallerie. Einheiten. Einheiten. Kavallerie. Einheiten. Einheiten. Schneller. Belagerungsturm. Einheiten. Einheiten. Ein mächtiger. Einheiten. Belagerungsturm. Einheiten. 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 Das sollte alles funktionieren. Belagerungsturm. Kommen wir so direkt. Ja. Bewegung! In aller Eile! Eure Verstärkungen sind eingetroffen. Diese Nachricht bringt Hoffnung mit sich. Auf zu den Mauern! Zu den Mauern! Auf zu den Mauern! Bogenschützenhilfstruppen! Setzt Feuer ein! Ich weiß nicht, ob wir Verstärkungen brauchen. Ich werde diese Schlacht etwas schneller angehen. Und die letzte dann wirklich nochmal genießen. Ein Schritt auf dem Weg zum Sieg ist getan. Die Türme sind an den Mauern. Ja, überall haben sie jemanden platziert. Bergbewohner, Steinschleuderer. Na, haltet euch zurück. Und östliche Infanterie, die stärksten vermutlich. Hier befindet sich ihr General. Hier befindet sich persische Kavallerie. Und hier befindet sich nochmal östliche Infanterie. Drei von vier Türmen werden sie versuchen zu verteidigen. Hier beginnt es. Bei den Göttern. Unsere Soldaten haben heute gut gekämpft. Die Mauern sind besetzt. Und jetzt fallt ihr den Bergbewohnern in den Rücken. Die östliche Infanterie hier drüben, sie ist nicht schlecht. Ihr müsst unbedingt unseren östlichen Söldnern helfen. Und die Söldner-Obliten werden das machen mit ihren Langspeeren. Ah, es sind Hopliten, sie haben gar keinen Spiel. Egal. Einheiten, marschieren! Bewegung, Bewegung, schnell! Mal sehen, wie todesmutig unsere Söldner am Ende wirklich sind. Es geht nur darum, die Stadt zu besiegen. Es geht nicht darum, wie viele überleben. Es geht nur darum, sie zu besiegen. Daher werden wir, auch wenn dort viel östliche Infanterie sich befindet, werden wir definitiv unsere Kavallerie reinpreschen lassen. Ja, die Bergbewohner sind auch so gut wie gefallen. Die östliche Infanterie auf den Mauern wehrt sich noch. Und weiter. Und weiter. Ja, die östlichen Söldner haben versagt, aber die Hopliten kämpfen noch.
Sie kämpfen noch für uns und arbeiten die östliche Infanterie auf. Einheiten. Angriff. Es sind nur Speerträger. Es sind nur östliche Infanterie. Nicht treffen. Einheiten, Angriff! Wie ist die Lage auf den Mauern? Die östliche Infanterie verliert. Sehr gut, sie fliehen. Einheiten, Angriff! Einheiten, marschieren! Bewegung! Einheiten, nach vorn! Einheiten, Einheiten! Seltener Hund! Bewegung, Bewegung! Holen wir uns die Stadt. Die persische Kavallerie ist von Kordat. Dahinter. Oh, es sind ja zwei Generäle. Nabonidus und Kordat, ja. Mal sehen, wer sich in den Gassen dieser Stadt besser schlägt. Ja, die persische Kavallerie, sie sind noch ruhig. Die persische Kavallerie ist erschüttert. Ja, es ist natürlich auch unsinnig, die Fernkämpfer vorne an die Spitze zu stecken. Große Verluste in unseren Einheiten, die schwere Kavallerie. Der feindliche General wurde getötet. Der erste General ist gefallen. Nun lernen seine Männer das Fürsten. Ein guter Zeitpunkt, um den Angriff zu verstärken. Ja, nun schützen sie die persische Kavallerie, aber nun sind auch unsere skythischen Söldner mit von der Rolle, die über die Nahkämpfer vorne hinwegschießen und damit die persische Kavallerie bearbeiten mit ihren Pfeilen. Mutig, Männer, mutig! Hilfstruppen! Und tatsächlich treffen Hilfstruppen ein. Die persische Kavallerie flieht erstmals. Aber dann werden sie sich den skythischen Söldnern entgegenstellen müssen, die sie mit einem Pfeilhagel begrüßen. Nun, da sie aus dem Schutz ihrer eigenen Die Nahkampfkavallerie fällt. Die Nahkampfkavallerie des Feindes fällt. Schießt eure Pfeile, werft sie nieder. Sie sollen sich nicht verstecken, sie sollen sich dem Tod gefälligst entgegenstellen.
die letzten. Die vorletzte Schlacht. Ein eigenartiges Gefühl macht sich in mir breit. Ein eigenartiges Gefühl. Fraspa ist gefallen. Ein ruhmreicher Sieg. Das Land gehört uns. Versklavt sie. Und nun beginnt die letzte Schlacht. Die letzte Schlacht gegen in Arabien bei Dumata. Einen neuen Kaufmann erhalten. Gefolge vergrößert sich. Ereignisse auf unserer Seite. Das ist jetzt alles nicht mehr relevant. General! Beginnt die Schlacht. Beginnt die Schlacht gegen Cyrus von Merv. Die Siedlung wird belagert. Den letzten Parzer, das letzte unabhängige oder zumindest von uns unabhängige Reich wird nun fallen. Provinz. Und der große Sieg der Julianer im Februari. Eine große Kampagne nach so langer Zeit. Heute ist ein guter Tag zum Sterben und ein noch besserer, um zu leben, sodass ihr in Zukunft euren noch ungeborenen Enkeln von den Taten der Römer erzählen könnt. Allerdings, drei Türme besitzen wir. Einheiten an Gruppenformation. Kohorte. Einheiten, Bogenschützen, Einheiten, schnell. Eure Verstärkungen sind eingetroffen. Diese Nachricht bringt Hoffnung mit sich. Beginnen wir die letzte Schlacht. Was haben wir auf den Mauern? Östliche Infanterie, Steinschleuderer und Bergbewohner. Einheiten. Vorrücken. Da ist schon die persische Kavallerie. Da ist der Anführer. Ich werde diese Schlacht nicht in erhöhter Geschwindigkeit durchführen, da es unsere letzte ist. Jeden Schritt werden wir genießen. Gut, unsere Bogenschützen beginnen mit Brandpfeilen die feindlichen Steinschleuderer zu bearbeiten, zumindest schon mal ein bisschen zu demotivieren. Ich sehe keine Feuerpfeile von Seiten der Feinde, nur normale Pfeile, was natürlich gegen unsere Einheiten geht, aber das sollte zumindest unsere Türme intakt halten. Oh ja, die Verluste der östlichen Steinschleuderer sind groß. Unsere Belagerungstürme haben die Mauern erreicht. Ja. Es wird hart gekämpft werden, um die Verteidigung zu überwinden. Einheiten! Einheiten! Marschier! Einheiten! Marschier! Legionäre! Ein Schritt auf dem Weg zum Sieg ist getan. Die Türme sind an den Mauern. Viel persische Kavallerie. Dreimal. Einheiten, schnell. Gruppenformation. Stark ausgerüstete Legionärskavallerie, die nachkommt. Aber hier haben wir auch schon Legionärskavallerie, die grundsätzlich mit den Fernkämpfern keine Probleme hat. Sie müssen halt zu ihnen vordringen können. Kohorte.
Legionäre! Stellt euch nah an die Mauern. Stellt euch nah an die Mauern, damit ihr schwieriger für die Steinschleuderer zu treffen seid. Ja, jeder möchte natürlich Teil dieses großen Moments sein, in dem wir die Parzer final besiegen. Nicht der stärkste Gegner dieser Kampagne, das möchte ich nicht behaupten, aber die, die sich am besten vor uns versteckt haben. Oh ja. Ein paar Pili, damit werden sie aber vermutlich nichts treffen. Die östliche Infanterie und die Steinschleuderer sammeln sich an einer Stelle. Interessant. Damit überlassen sie die Bergbewohner im Prinzip ihrem Schicksal. Haben damit aber die Chance, diesen Turm zu verteidigen. Bereitet eure Türme vor für den letzten Ansturm. Ja, die persische Kavallerie scheitert natürlich mit ihren Pfeilen an unseren Belagerungstürmen. Hier treffen sie vielleicht den einen oder anderen Soldaten. Aber dafür müsst ihr nur die Schilde hochstrecken. Wann seid ihr soweit? Wann könnt ihr diese Mauer erstürmen? Sie greifen uns an! Nun beginnt es. Nehmt das Tor ein. Ihr seid bereit. Bei den Göttern. Unsere Soldaten haben heute gut gekämpft. Die Mauern sind besetzt. Nun bewegen sich die Bergbewohner. Und nun beginnt der Kampf. Unsere prätorianischen Kohorten, ne? Attackieren die Mauern. Hier kommt die persische Kavallerie, die sie in den Nahkampf schicken gegen unsere Pferde. Wieder mal beweist der Feind keinerlei taktisches Verständnis um seine Einheiten. Cyrus bewegt sich, ja. Stürmt weiter. Die erste persische Kavallerie ist überwunden. Die Steinschleuderer sind überwunden. Die östliche Infanterie kämpft noch mit Inbrunst. Die Bergbauern ebenso, aber sie haben ihre Niederlage bereits eingesehen. Stürmt bis ins Zentrum vor. Die persische Kavallerie wird nach vorn geschickt. Idiotisch. Es gibt keinen Sieg für die Parzer, aber dennoch idiotisch. Und nun helft dort drüben aus. Helft euren Brüdern gegen die östliche Infanterie. Sind außer Atem, sie schwanken bereits in der Moral, denn möglicherweise erreichen sie die Nachrichten aus dem Zentrum. Der östliche General versucht alles. Übergeht ihn, greift seine Unterstützer an. Die östliche Infanterie bricht ein. Hier rüber. Da ist noch ein Einzelner. Legionärskavallerie! Schwere, tötet sie!
Inbrünstig. Inbrünstig. Kämpft der feindliche General. Die letzten Speerträger fallen von den Mauern. Der General ist umzingelt. Aber er ist ja nicht der General, er ist ja der Seitenanführer. Der feindliche König flieht. Das ist wahrlich ein großer Tag für die Römer. Der feindliche König wurde getötet. Hoffen wir, dass er die Aasfresser nicht verpestet. Dies ist ein heroischer Sieg, der Römer würdig. Was für ein Kampf. Was für eine überzeugende, abschließende Vorstellung. Die letzte feindliche Provinz ist gefallen. Sieg! Euer Reich erstreckt sich von Sonnenauf bis Sonnenuntergang, von eisigen Einöden bis hin zu heißen Wüsten. Ihr müsst es niemandem mehr beweisen, da ihr jetzt der Meister von allem seid. Meine edlen Patrizier und Plebejer, ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit, für eure Unterstützung in diesem großartigen Feldzug. Mein Nachfolger steht bereits in den Startlöchern. Und ich hoffe, dass er euch ebenso durch eine wunderbare Kampagne voller Höhen und Tiefen begleitet, wie ihr es bei mir durftet. Und ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Gaius Imperator Caesar. Und eines Tages werde ich vermutlich zurückkehren. Die Frage ist nur wann. Bis dahin.